richtig. Ja, wir fragen den Magistrat, wie will der Magistrat sicherstellen, dass es künftig keine Anrechnung von Erfrischungsgeldern des Magistrats durch das Jobcenter Kassel bei arbeitslosen Wahlhelferinnen als Einnahme gibt, so geschehen mit die 30 Euro für die Auszählung der Landtagswahlen 2008 und 2009 als gewerbliche Einnahme. Herr Geschelle. Ja, sehr gerne, Herr Aule. Da der Magistrat der Stadt Kassel sich an Recht und Gesetz zu halten hat, kann dem hinter Ihrer fragestehenden Ehren nicht generell entsprochen werden. Ich sage Ihnen auch gerne warum. Da nach § 11 Absatz 1 des SGB II Erfrischungsgeld als Einkommen grundsätzlich anzurechnen ist, soweit keine weitere Erwerbstätigkeit der Beziehungsberechtigten erfolgt, kann jedoch gemäß § 6 SGB II auf die sogenannte Versicherungspauschale zurückgegriffen werden, die in Höhe von 30 Euro Einkommen anrechenbar wäre. Das heißt, es hängt davon ab, ob zusätzliches Erwerbseinkommen erworben wird oder nicht. Sollte zusätzliches Erwerbseinkommen erworben werden, müsste eine Einzelfallprüfung stattfinden. Danke. Also das ist erste Nachfrage, wenn ich darf. Die von Ihnen eben genannten § 6 SGB II ist die rechtliche Basis dieses Vorgehens, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. § 11 Absatz 1 SGB II besagt, dass Erfrischungsgelder grundsätzlich Einkommen und Erfrischungsgelder und dann anrechenbar sind. Genau, als Versicherungspauschal. Zweite Nachfrage, Herr Häfner. Dankeschön. Bitte. Herr Geselle, angesichts der Tatsache, dass es immer schwerer fällt, bei solchen Wahlen Freiwillige zu finden, halten Sie es nicht für angebracht, im Rahmen Ihrer parteipolitischen Kontakte mal mit den Abgeordneten Kontakt aufzunehmen in Berlin und dieses zu ändern, dass man da, glaube ich, Ihre Organisation und hier in Kassel auch etwas erreicht hat? Das steht mir als Mitglied des Magistrats der Stadt Kassel, als der ich hier zu antworten habe, lieber Herr Häfner, nicht zu. Ich glaube, das können alle politisch aktiven Leute dieses Landes überlegen, ob sie das machen oder nicht. Aber ich glaube, diese Antwort per se übersteigt hier die Antwortmöglichkeiten als Mitglied des Magistrats. Ja, habe ich hinzunehmen, sicher. Damit wäre die Frage am Antwort. Der Magistrat der Stadt Kassel verneint die Notwendigkeit eines Gewerbescheins nicht grundsätzlich. Wenn einer für Wahlhelfer nicht notwendig wäre, dann hätte er dies doch sagen können, oder? Das sehe ich genauso. Herr Geselle hätte hier ganz klar Stellung beziehen können und ganz klar sagen können, dass die Wahlhelfer und Wahlvorstände keine gewerbliche Tätigkeit ausüben. Stattdessen hat er dies offen gelassen. Ich vermute, dass hier erst einmal gesammelt wird, damit ähnlich wie im vorliegenden Verfahren erst nach 10 Jahren die Strafverfahren eingeleitet werden. Sie waren jahrelang Wahlhelfer bzw. Wahlvorstand. Wie beurteilen Sie die Situation bezüglich der Einnahmen, die die Wahlhelfer vom Magistrat der Stadt Kassel überwiesen bekommen? Das für das wahlzuständige Bürgeramt gibt den Wahlhelfern und Wahlhelfern, wie auch Wahlvorständen, in der Regel die Auskunft, dass das sogenannte Erfrischungsgeld der Stadt Kassel sogar mit dem Jobcenter abgeklärt ist und nicht angerechnet wird. Die Stadt Kassel hat einen Bürger bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, da dieser auch sein Erfrischungsgeld, das er als Wahlhelfer bekommt, nicht angegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft Kassel leitete daraufhin die Ermittlungen gegen den Wahlhelfer ein und hob Anklage beim Gericht. Das Gericht bestätigte letztendlich die Auffassung der Stadt Kassel. Mit anderen Worten, das Geld, das die Wahlhelfer bzw. Wahlvorstände von der Stadt Kassel überwiesen bekommen, ist gerichtlich bestätigt und festgestellt eine selbstständige Einnahme, von der sogar erstaunlicherweise 19% Umsatzsteuer an das Finanzamt zu entrichten sind. Welche Lehren haben Sie aus dem Strafverfahren gezogen? Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich online die Gewerbeanmeldung der Stadt Kassel ausgefüllt und auch sofort die Gebühren überwiesen. Die Anmeldung habe ich dann ausgedruckt und zusammen mit dem Einzahlungsbeleg der Stadt Kassel abgegeben. Schließlich ist ja auch der Stempel der Stadt Kassel auf der Gewerbeanmeldung. Dies halte ich für mich für zwingend notwendig, um nicht wegen einer fehlenden Gewerbeanmeldung
Geldstrafen zahlen zu müssen oder sogar zu einer Haftstrafe verurteilt zu werden. Unsere Lehre aus dem Verfahren, nicht nur für mich oder für jeden, ist es doch ganz klar, wer falsche Vorhersagen macht, ob wissentlich oder unwissentlich, macht sich haftbar. Oder sogar, wie hier geschehen, strafbar. Im vorliegenden Strafverfahren, das 2015 in Kassel vor Gericht verhandelt wurde, ging es übrigens darum, dass ein Bürger seine Einnahmen falsch vorhergesagt hatte. Kann man nur wissentlich falsche Vorhersagen machen? Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Ich habe das Verfahren verfolgt und jedenfalls ist das Gericht zum Schluss gekommen, dass es sehr wohl möglich ist, wissentlich bzw. vorsätzlich falsche Vorhersagen zu machen. Das mit den falschen Vorhersagen wird eigentlich künftig nicht nur für Meteorologen oder Börsenmakler oder ähnliche Berufsgruppen von einer gewissen Bedeutung sein, sondern auch für andere, die in ihrem Beruf Vorhersagen abgeben müssen. Was ist mit den Wahlhelfern und Wahlvorständen, die dieses Amt nicht mehr ausüben möchten, angesichts des Risikos einer Freiheitsstrafe? Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Wer es auf die Idee kommen sollte, einfach an dem Tag laut zu machen, davon rate ich dringend ab. Wenn natürlich ein Wahlhelfer oder Wahlvorstand an seinem Arbeitstag als eben Wahlhelfer aus irgendeinem Grund heraus plötzlich erkrankt, muss er dies dem Wahlvorstand bzw. dem zuständigen Bürgeramt unverzüglich mitteilen, damit diese sich dann um Ersatz kümmern. Muss ein Wahlhelfer bzw. auch Wahlvorstand genauso wie jeder Arbeitnehmer oder Angestellter im Falle einer Erkrankung dies seinem Arbeitgeber kundtun und sich spätestens am folgenden Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt holen und sich auch dort behandeln lassen.